So, was habe ich euch noch nicht gezeigt? Gerade hier für das Anfangscamp können wir, empfehle ich euch Kokosnüsse. Kokosnüsse sind oben. Und hier ist auch der Honig. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe noch nicht rausgekriegt, wie man Honig abbaut. So, wir machen erstmal die Kokosnüsse. Da geht ihr einfach an den Baum und schüttelt und rüttelt, was das Zeug hält. Dann fallen die da hinten runter. Ihr seht das schon. Es müssen immer drei Stück sein, die runterfallen. So, das Ding ist, die liegen da unten jetzt im Wasser, sind aber immer noch da. Ihr seht die bloß ein bisschen schwieriger. Ihr geht nachher einfach zum Wasser und hebt die auf. So, jetzt haben wir Honig. So, inspizieren. Jetzt lernt ihr Bienen kennen. Bierfall. So, Bienenstock. Allerdings komme ich da, also ich kann damit nichts machen, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ich den abbaue. Ich gehe davon aus, vielleicht mit einem Stein oder so gegenwerfen. Es hat auch gestern jemand erwähnt, dass man noch die Werffähigkeit ausbauen kann. Habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. So, so viel dazu. Kokosnüsse, wie gesagt, mit einem Stein aufschlagen oder mit Obsidian. Und dann könnt ihr das trinken. Macht es gegen Vergiftung auf jeden Fall sehr gut. Ey! Zum Glück können die hier so Spider-Man-mäßig langklettern. Ich will da hoch, du Ei. Kostet aber sehr, klettern kostet sehr viel Ausdauer. Für die Leute, die vorhatten, mal auf den höchsten Berg der Map zu klettern, vergesst es, habe ich gestern probiert. Man kommt nicht weiter. Man kommt nicht weiter. Wegen des Honigs kann man eventuell aus sicherer Entfernung einen Stein... Ja, aber das Ding ist, du kannst mit dem Stein nicht zielen. Das ist halt... Also kannst du bestimmt 20.000 Mal probieren, aber... So, Leute, und hier oben... Jetzt gehen wir mal... Zack, aufrichten, nicht vergessen. Riechen. Machen wir gleich mal, nehmen wir gleich mal mit. So kriegt man halt am schnellsten EP-Punkte, wenn du immer alles riechst und hörst und so. So. Und jetzt habe ich hier... Mal sehen, vielleicht ist er jetzt auch gar nicht da. Wo war der? Der war da. Da oben müssen wir hin. Ja, da ist nämlich ein Fragezeichen. Und ich habe keine Ahnung, es ist aber ein guter XP-Boost auf jeden Fall. Also holt euch den am Anfang. Da finden wir nämlich wieder einen seltenen Stein. Aber hört mal. Hört ihr dieses... Ich glaube, das weist darauf hin, dass da was Seltenes ist. Das würde für mich am meisten Sinn machen, weil... So, hier oben liegt er. Seht ihr es? Haha! Zack! Inspizieren. Wir sind reich! So, neues Werkzeug entdeckt. Edelstein Smaragd. Es ist ein Werkzeug, Leute. Jetzt ist die Frage, kann man den noch veredeln? Oder bleibt er so? Aber es ist auf jeden Fall eine Quest, die wir abgeschlossen haben. Von daher, gute XP-Punkte wieder. So, wir werden mal hier noch ein paar Bärchen essen. Kann ich gar nicht. Ich wollte diese rote Pflanze essen. Ist die hier irgendwo? Nee. Ich habe gestern nämlich rausgefunden, aber ich wollte jetzt auf Nummer sicher gehen, weil ich habe eigentlich gut... Obwohl, die hat schon Kinder bekommen. Ist nicht ganz so schlimm. Also, ich habe gestern eigentlich rausbekommen, dass wenn ihr im Wasser landet, kriegt ihr keinen Fallschaden. Egal, wie hoch das ist. So. Jetzt haben wir den Smaragd. Vielleicht können wir den... verprügeln mit dem Meteor. Ich weiß es nicht. Dass wir vielleicht eine Klinge rauskriegen oder so, aber... So. Pack das mal weg. Man kann es übrigens auch den Affen geben. Weiß gar nicht, gibt es da noch... Nee. Gibt keine Erfahrungspunkte. So, lass uns das mal probieren. Selbst noch nicht probiert. Den Meteor hatte ich noch nicht. GG. Ey. Ne. Dann würde es klingen. Dann würde es Klick machen. Oh, haben wir zwei krasse Steine hier. Wo auch immer. Ich habe keine Ahnung, für was die sind. So. Jetzt würde ich tatsächlich sagen, gehen wir mal
Na, wir gehen schlafen. Es ist 16 Uhr. Wir pennen jetzt mal durch bis früh. Wir lassen die alle nochmal essen. Weil, wie gesagt, über Nacht regenerieren die ja Lebenspunkte oder halt Energie. Alle einmal essen, bitte. Ah, das habe ich auch noch nicht gemacht. Jetzt gehen alle essen. Lass uns das mal kurz verkraften. So, man kann das nämlich auch in die Hand nehmen und verändern. Geht relativ schnell, da müsst ihr aufpassen. Ich hab sehr guter Vorführeffekt. Hand wechseln, verändern. Zack. So, das kennen wir noch nicht. Einmal Hand wechseln und einmal inspizieren. Und zwar, das gute Stück kann man machen, wenn man Schnittwunden hat. Ganz, ganz wichtig, sonst verblutet ihr. Könnte ich jetzt anwenden, ich mach's jetzt einfach mal. Er reibt sich dann damit ein quasi, er verarztet sich. Er kriegt dann auch einen Buff, seht ihr unten. Zack. So, jetzt haben wir einen Schnittwunden-Buff. Okay, wir haben alle gegessen, jetzt lassen wir alle noch trinken. Oh, meine Kokosnuss. pack ich mal weg. So. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass man den nicht sieht. Akina, vielen Dank fürs Followen. Herzlich willkommen. Irgendwo ist hier noch eine. Kokosnuss. Könnt ihr aber auch gucken, indem ihr jetzt hier das macht. Müsste irgendwo noch eine Kokosnuss sein. Eigentlich müsste noch irgendwo eine Kokosnuss liegen. Ich habe doch drei runtergeschüttelt. Aber er hat auch überall nur Schöpfen. Das ist das. Können wir aber auch mal verändern. Dann kriegen wir wieder Punkte. Ey, nein, nimm's. Diggi, nimm das. Können wir auch verändern. Also Hand wechseln. Verändern. So. Abstreifen. Da kriegen wir so einen Stab raus. Ich habe keine Ahnung, für was ich den Stab brauche tatsächlich. Das habe ich noch nicht rausbekommen. Da haben wir halt einen Stab. Ich habe keine Ahnung. Neues Werkzeug. Kann ich euch nicht sagen, wofür ich das brauche. Wollen wir noch eine Kokosnuss trinken? Aber eigentlich sinnlos. Nee, machen wir nicht. Wir gehen schlafen. Vor 17 Jahren verstorben. Ich glaube, das gab immer Punkte, wenn man die identifiziert. Ja. Wow, wie viele Punkte das gibt. Digi, das gab richtig viele Punkte. Jetzt wollen wir noch ein paar Beeren essen. Krass. Okay. Also immer die Toten auf jeden Fall suchen. Kann doch, glaube ich, auch. Man riecht die auch. Weil hier kannst du die auch sehen. Da ist ein Toter. Da ist ein Toter. Okay. So, über Nacht regenerieren wir wieder. Aber wohl der Affe, der ist hier top. Der ist top. So, hinlegen. Kinder setzen wir mal ab. Und schlafen dann eine Runde. Bis nächsten Morgen. Man sieht immer so coole Einblendungen. Finde ich ganz nice. Da ist eine Boa. So. Da unten sehen wir immer, was er braucht. Okay, am besten noch ein bisschen trinken. Ganz schön kaputt jetzt über Nacht. Alle erstmal trinken. Affenbande. Nee, ich habe neu angefangen tatsächlich für YouTube. Ich mache jetzt so ein bisschen Tutorial-mäßig alles, was ich gestern in den 9,5 Stunden gelernt habe. So, alle einmal trinken. Ich weiß halt immer nicht. Ich würde es ganz cool finden, wenn man das unten auch blenden könnte. Um zu gucken, wie viel Wasser er denn noch braucht oder wie viel Essen, aber kann man leider nicht. So. Okay, ich würde sagen, wir ziehen los. Komisch, dass die Kleinen nie fressen. Ich überlege gerade, ob ich einen anderen Affen nehme. Vielleicht ist noch einer ein bisschen fitter. Also die Alten nicht. Die Alten nicht.
Bleib mal stehen. Wir sind alle nicht fit. Jetzt regnet es auch. Aber Regen können wir ab. Zeig mal, seid ihr alle fitter? Sind alle genauso fit wie der. Also einmal Huckepack. Ich weiß gar nicht, ob die Kleinen... Kriegen die Kleinen Schaden? Also Frostschaden? Kann man die... Wenn du die analysierst? Boah, das ist mein Kind sogar. So, dann würde ich jetzt nämlich mal auf die Jagd gehen und gucken, ob wir einen fremden Affen ins... Regnet es gar nicht. Was ist da los? Ob wir einen neuen Affen finden. Ein paar Bären mitnehmen hier. Ich gehe mal ein Stückchen weg zum Essen, weil bei Bären darf man nicht zu viel essen. Und wenn er dann fertig ist mit Essen, nimmt er gleich den nächsten. Aber hier können wir ruhig hochbuffen. Bis gegen Kälte und gegen Knochenbruch. Mit Kinder auf die Jagd. Ja, ist wichtig. Kriegst du mehr XP-Punkte. Weil Kinder sich das dann abgucken. So, bevor wir aber losziehen, sehe ich gerade, sollten wir mal unser Wissen noch schnell verballern. Ganz wichtig. Weil mit hier so Hälfte des Wissens und wenn wir dann unterwegs lauter Wissen kriegen, dann wäre das Verschwendung. So, also Evolution ankurbeln. Boing, boing, boing. Alter, da ist schon das nächste. Da hat wieder ein Kind was. Ah, Sinne. Wack. Wack besitzt eine erhöhte Fähigkeit, was olfaktorische Informationen zu speichern. Okay, nice. Also ich will auf jeden Fall das hier. Die Frage ist, wie komme ich da hin, Leute? Wer diese Fähigkeit besitzen? Nährstoff, unterschiedliche Nahrungsquellen, besser zu metabolisieren. Diese spontane werden auf der nächsten Entwicklungsstufe des Thomas. Ach so, das kann man gar nicht lernen. Aber das ist doch dann weg, wenn die sterben oder alt werden. So, was haben wir hier unten? Körpersprache. Oh, Körpersprache war immer ganz geil. Aber ich bin eigentlich in... Geruchssinn. Ich gehe auf Körpersprache. So. Körpersprache. Du kannst nun aus der Ferne Clanmitglieder zum Näherkommen und Folgen auffordern. Sehr gut. Boing, boing. So, jetzt haben wir immer noch ein bisschen. Ja, dann lernen wir gleich das nächste. Haben wir noch was? Ja, hier war noch Riechsinn. Der Erfassungsbereich für den Geruchsquell hat sich erweitert. Okay. So, noch irgendwas? Nee. Okay. So, wir können mal bei Generation gucken, wie viel wir festigen können. 4. So, das heißt, 1, 2. Die können wir dann festigen. Klar müssen wir jetzt noch 2 weitere machen, aber... Ich hoffe, ihr versteht das Prinzip. Also immer, wie gesagt, Babys machen, festigen, Generationswechsel. Babys machen, festigen, Generationswechsel. Und irgendwann haben wir halt dann super Affen, die alles können. So, wir werden auf jeden Fall mal uns einen Überblick verschaffen. Ganz oben. Irgendwo schreit doch hier noch ein Affe. Das sind meistens hier die Fragezeichen. Wir können mal riechen. Ah, da haben wir schon einen. Einprägen, auf jeden Fall. Zack. Da wollen wir hin. So geil, dass ich jetzt hier so abkürzen kann mit diesen Blättern. So, da oben sitzt er. Wir gucken mal schon mal aus der Ferne, was er hat. Hat er Angst? Ich glaube, der hat einfach nur Angst, will er gar nichts haben. Das wäre natürlich noch besser, wenn er gar nichts haben will. Vielleicht sucht er nur Freunde. Hallo! Nee, er will irgendwas haben. Er will irgendwas haben. Da musst du mal halt immer so ein bisschen rumexperimentieren, was er haben will. Wir geben dem einfach mal hier so ein... Gucken, ob er das nimmt. Meistens wollen die das nicht. Handwechsel.
Warum kann ich ihm das jetzt nicht geben? Er fürchtet sich vor irgendwas. Der eine Waffe will? Die wollen halt immer irgendwas Bestimmtes. Er könnte eine Waffe wollen. Da ist eine Schlange irgendwo. Da kommt sie jetzt. Die kann man zum Glück abwehren, also kannst du verscheuchen. So. Ah, geil, Schnecken. Schnecken sind auch geil. Schnecken sind auch gegen Gift, Leute. Merkt euch das. Wenn die mich jetzt gebissen hätte, dann hätte ich mit der Schnecke quasi. Vielleicht kann ich ihm auch die Schnecke geben. Wartet mal. Ich kann ihm das aber auch nicht geben. Warum kann ich ihm das nicht geben, Alter? Das ist ja interessant, Leute. Wie kriege ich den jetzt? Oder halt echt einen Speer. Aber ich kann ihm ja auch nichts geben. Aber ich bin ja auch lebensmüde, wenn ich da jetzt hochgehe. Wenn ich da jetzt hochgehe und da ist wirklich der Adler ohne Speer, wäre ein bisschen leichtsinnig. Machen uns mal einen Speer. Ist hier ein toter Baum? Was stimmt, das sieht so aus, als hätte der Angst. Ja, warte, ein bisschen abkürzen. Wegpacken, verändern. Abstreifen. Spart ihr nämlich Zeit auf jeden Fall. Hier oben später. Oder die Schlange platt machen, aber das glaube ich eigentlich auch nicht. Vielleicht will er auch einen Speer haben, um sich zu verteidigen. Ich weiß es nicht. Das finde ich aber auch wieder so geil an dem Spiel, dass du erstmal gucken musst, was möchten die, was haben die für Bedürfnisse. Ich hatte gestern einen, der war vergiftet zum Beispiel. Oder einen, der hatte Durst. Manchmal nervt es, dass man keinen Rucksack dabei hat. So, wir haben einen Speer. Mal gucken, was der will, ey, der Sack. Vielleicht echt die Schlange, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen. Guck mal, wie hoch der ist. Warum sollte der Angst vor der Schlange da unten auf dem Boden haben? Ich kann ihm auch nichts geben, Alter. Normalerweise kannst du ihm auch was geben. Ich habe die Faser noch gar nicht entdeckt. Man hört aber auch keinen Gegner. Normalerweise hörst du die Gegner dann auch. Lass uns mal kurz die Faser entdecken. Wo war die? Da oben. Haben wir die auch mal entdeckt? Kannst du den Stein eigentlich wegpacken? Scheiße, kann er nur stehen. Au! Drüben ist so eine Faser. Sein, als würde es hier brennen. So, hier haben wir auch wieder so eine Faser. Die ist auch dafür da, wenn ihr blutet. Wenn ihr blutet.
Könnten wir jetzt benutzen, aber mache ich nicht. Oder er will das haben, aber er blutet doch nicht. Der hat einfach Schiss, aber ich kann auch weder mit ihm reden, noch ihm irgendwas anderes geben. Was hast du denn? Außer Brüste. Wir können ja mal ganz hoch gehen. Vielleicht ist da der Vogel. Ich weiß es nicht. Ich würde den auch gerne killen, den Vogel. Der steht noch auf meiner Rechnung. Darunter wollte ich. Entdecken. Gibt, glaube ich, auch gut Punkte. Sehr schön. So, haben wir das auch entdeckt. Gibt auch wieder Punkte. Punkte, Punkte, Punkte. Jetzt ist die Frage halt, was der Typ von mir will. Fällt mir jetzt echt nur die Schlange da unten drunter ein. Hallo Alize, Grüße. Da ist eine Sau. Aber ich will jetzt meinen Speer nicht vergolden an die Sau. Nicht an die Sau vergolden. Oh, Schlange. Ah, das ist alles voll mit Viecher. Na gut, das ist Arms. Arms kommen die, glaube ich, mehr raus. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt kein Tier, was klettern kann. Außer Affen. Aber kein Tier, was dich töten kann, was klettern kann. Es wäre echt geil, wenn man das dann in den Bäumen abhängen könnte. Aber gibt's nicht, die bleiben alle am Boden kleben. So, aber ich habe immer noch keine Idee, was ich jetzt mit dem Affen da mache. Wo ist denn dieses scheiß Nest von dem Vogel, Alter? Wahrscheinlich nicht. Guck mal, wie so ein Fenster. Der Himmel sieht auch immer krass aus. Das ist der richtige Baum. Frage ist, ob der Vogel überhaupt nachts rauskommt. Ist doch nicht der richtige Baum, guck mal. Noch einer weiter. Es gibt so viele Punkte, ne? Was ist der scheiß Vogel, Alter? Klau dir deine Eier. Schmeiß sie aus dem Nest. Wo bist du? Okay, scheint ihn nicht zu beeindrucken. Er kommt wahrscheinlich nachts nicht. Aber guck mal, der Himmel sieht immer mega cool aus. Gerüche. Würde mich jetzt echt mal interessieren, vor was der Angst hat. Komm zu Daddy. Mach sie kaputt, Alter. Zack, durch den Kopf, Junge. Mehr Tutorial im Bild als alles andere, aber ich hoffe, ihr konntet es erkennen. Geil, wir haben sie getötet, Alter.
Das Geile ist, wir können die jetzt inspizieren. Können wir die auch essen? Vielleicht kann man die jetzt auch essen. Ja, Mann. Kadaver einer blattgrünen Mamba. Die Scheiße ist, ich kann die jetzt halt nicht filetieren oder so. Schade. Nicht einschlafen. Diggi, ich hab sie besiegt. Nee, du musst ihm irgendwas geben. Irgendwas geben, aber ich hab keine Ahnung was. Hab ich da irgendwie rüber? Scheiße. Ab zurück ins Camp. Könnte halt Kokosnuss noch versuchen, aber was anderes wüsste ich jetzt auch nicht. Jetzt kommt wieder so ein geiler Track. Oh, schon gleich drei, ey. Die Kinder müssen doch ins Bett. Das ist halt echt die Frage, was gibt man dem, Leute? Habt ihr noch eine Idee? Er guckt ja immer so nach oben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du extra den Vogel besiegen musst, damit der Typ mitkommt. Das wäre ein bisschen heavy. Schon wieder müde. Übrigens vergesst es, diese Dornbüsche hier erkennen zu wollen. Die gehen nicht. Die gehen erst, wenn man aufrecht laufen kann. Drachenglas. So, jetzt wollen wir nochmal essen und nochmal trinken und dann sollen alle schlafen. Achso, er hat wieder was in der Hand. Alle trinken! Weil die gehen erst schlafen, wenn ich schlafen gehe. Voll sozial von denen. So, Essen sieht ein bisschen schwierig aus. Oh, Bären können wir essen. Ist noch nicht nachgewachsen. Ja, wenn man zu viel Bären isst, kriegt er auch diese Magensäure wieder. So, schlafen. Bisschen spät, aber egal. Wir könnten aber mal ganz kurz gucken. Evolution hat sich ja wieder einiges getan. Reinste Explosion. Ich bin halt immer voll für Motorik, weil das ist so wichtig. Fähigkeit mittels intelligente Elemente in weitere Entfernung zu entdecken. Nice. So, was haben wir hier? Grobmotorisch. Das könnte aufrecht laufen sein. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie viel haben wir jetzt gelernt? 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Ist es sinnvoll, jetzt Generationswechsel zu machen? Ne, das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir den Affen geholt haben. Weil den Affen können wir auch noch paaren, das ist ein Weibchen. Das macht mehr Sinn. Die kann auch noch mal 2 Kinder machen. Ja, das macht echt mehr Sinn. Ne, machen wir jetzt noch nicht, erst wenn wir den Affen geholt haben.